Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und heute ist wieder Orakelzeit. Es ist englische Woche in der Bundesliga und heute habe ich die Dienstagsspiele für euch. Und zwar Frankfurt-Gladbach, Hertha gegen Mainz, Werder Bremen gegen Dortmund und Stuttgart gegen Union. Und ich habe für euch die 5er Booster, 4 Stück, 2 pro Halbzeit. Und dann habe ich natürlich hier mal aufgeschrieben, welche mir noch fehlen in der Mappe. So, die erste Seite, das sind nur Erstliga. Und dann haben wir noch zweite Liga, da fehlen mir eigentlich nur 2 Karten. Und insgesamt fehlen mir 34 Karten. Mit der Limi fehlt mir noch 35 Karten. Also es sind nicht mehr viele. Und da würde ich sagen, starten wir auch gleich rein. Ich baller mich hier mal weg. So, und dann würde ich mal sagen, wir starten jetzt los. So, auf geht's. Heute muss ich wieder leider Handschuhe tragen, weil die Hände wieder so schlimm sind. Ich hoffe, dass ich die Booster aufkriege. Jawohl. So. Wir haben hier erstmal den Code. Also mit weniger Spielen hier klappt das besser. Da habe ich mehr Platz. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob sie irgendwie verdreht sind. So. Wir haben hier für die Hertha schon das 1:0 durch Luke Bacchio. Und ich habe natürlich die Booster hier noch in der Mitte. So. 1:0 für die Hertha. Dann haben wir hier Sargent von Werder Bremen. 1:0 hier gegen Dortmund. Ja, könnte realistisch werden. Dortmund hat ja leider Lucien Favre, was heißt leider, Lucien Favre entlassen. Wir haben hier Nürnberg, Früchtl, zählt ja leider nicht. Dann haben wir nochmal Werder Bremen, Osako zum 2:0, hier als Starspieler. Und dann haben wir hier nochmal Leipzig, die spielen aber erst morgen. Club 100 hier mit Sabitzer, Wolski. Und dann kommen wir hier zum Ende der ersten Halbzeit schon. Ja, also Dortmund mit dem Debakel hier gegen Stuttgart 1:5 haben sie sich jetzt von Favre getrennt. So, hier der nächste Code. So, dann hätten wir hier... Na? Mit den Handschuhen. Ist das ein bisschen blöd? Na, wir haben hier das 0:1 für Gladbach durch Neuhaus. So, ein bisschen rüber noch. Zack. Dann haben wir hier direkt den Ausgleich durch Trapp hier für Frankfurt. Dann haben wir hier, oh, hier Union. Union Berlin. Das ist Friedrich, macht das 0:1 hier für die Unioner, also für die Berliner. Dann haben wir hier Sandhausen, bringt uns ja nichts. Und dann haben wir hier das 2:0 für die Hertha durch Piontek. Jawolski. Und das war's mit der ersten Halbzeit. So, da bin ich wieder. Ja, 1:1 hier in der Halbzeit Frankfurt gegen Gladbach. Dann führt die Hertha hier 2:0 gegen Mainz. Könnte realistisch sein. Dann haben wir hier 2:0 Werder Bremen gegen Dortmund. Könnte auch hinhauen. Und dann haben wir hier das 0:1 für Union. So, dann zeige ich euch mal meine Tipps für die Dienstagsspiele. So. Ich tippe ein 2:2 hier, Frankfurt gegen Gladbach. Dann sage ich 2:1 für die Hertha. 1:2 tippe ich für Dortmund, aber entweder ein Unentschieden oder sogar für Werder ein Sieg. Ich war mir nicht so sicher. Ja, und dann habe ich tippe ich ein 1:1 hier Stuttgart gegen Union, weil beide eigentlich ziemlich
im Moment gut sind, die haben ja gegen Bayern schon, also Union und Stuttgart gegen die Bayern ganz schön dagegen gehalten. Ja, da würde ich mal meine Tipps hier wieder wegballern. Ich baller mich auch wieder weg. Und wir starten in die zweite Halbzeit. Und ihr könnt ja natürlich jetzt mal eure Tipps in die Kommentare schreiben. In der Zeit, wo ich hier den Booster aufrupfe. So. Morgen kommt natürlich auch wieder Orakel. Da haben wir den nächsten Code. Dann haben wir hier Müller für Bayern, aber die spielen erst morgen. So, dann haben wir hier Seufert für Arminia Bielefeld, die spielen auch erst morgen. Dann haben wir hier Castro für Stuttgart, 1:1. So, dann haben wir hier den ersten FC Köln mit Skriri oder wie der ausgesprochen wird, als Dauerbrenner. Und dann haben wir nochmal Werder Bremen, Bittencourt Matchwinner zum 3:0 hier für die, für Werder. Huiuiui. Also im Orakel kriegen sie echt eine Klatsche wieder hier, die Dortmunder. Und wir kommen jetzt zum Endspurt der zweiten Halbzeit und somit auch zum Orakel. Wir haben hier den nächsten Code. So, dann haben wir hier erstmal so drehen. So, wir haben Erling Haaland für Dortmund. Das wäre das 3:1 für Dortmund. Warte mal, ich habe doch Platz. So. Dann habe ich hier Niklas Stark für die Hertha. Das wäre das 3:0 für die Hertha. Dann habe ich hier nochmal Werder Bremen, Eggestein. Das wäre das 4:1 gegen Dortmund. Na. Dann habe ich hier die Club-Logos der zweiten Liga. Und dann habe ich hier nochmal Leverkusen, Diaby als Starspieler, aber die spielen erst morgen. Und somit war es das mit dem Orakel. So, da bin ich wieder. Ja, das Orakel besagt, dass Frankfurt gegen Gladbach 1:1 spielt. Die Hertha würde 3:0 gewinnen gegen Mainz. Werder würde 4:1 gegen Dortmund spielen. Und dann haben wir noch das 1:1 Stuttgart gegen Union. Jetzt zeige ich euch nochmal meine Tipps. Also ich tippe hier an 2:2 Frankfurt-Gladbach. Aber da hat das Orakel gesagt 1:1. Dann 2:1 tippe ich Hertha gegen Mainz. Da hat Orakel gesagt 3:0 für Hertha. Dann tippe ich ein 1:2 für Dortmund gegen Werder. Aber das sagt das Orakel 4:1 für Werder. Und 1:1 tippt das Orakel. Und ich tippe es natürlich auch. Das könnte dann vielleicht hinhauen. Ja. Und dann schauen wir mal schnell, wie es aussieht mit den Karten. Ich sortiere sie schnell und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe schnell hier sortiert. Leider habe ich keine einzige Karte, wo mir fehlt hier. Ihr seht hier, erste Liga. Die fehlen mir alle. Ich hoffe, ihr könnt die Zahlen lesen. Also Bielefeld habe ich komplett, Werder habe ich komplett. Bei den anderen fehlt mir auch nicht mehr viel. Bei Bayern fehlt mir sogar nur eine. Stuttgart fehlt mir eine. Dann drehe ich mal rum. So, da haben wir noch die Zweitligakarten. Bei Heidenheim fehlt mir eine und bei den Würzburger Kickers fehlt mir eine. Und da fehlt mir die eine Limi noch, aber die kommt ja erst nächste Woche.
am 23. in der Bravo Sport. Ja. So, da würde ich sagen, wir sehen uns heute Nachmittag nochmal in einem neuen Video. Lasst euch überraschen. Dann würde ich sagen, haut da rein. Lasst natürlich ein Like hier auf dieses Video. Auf dieses Orakel, meine ich. Und falls du noch kein Abonnent bist und dir mein Kanal gefällt, lass kostenlos ein Abo da und aktiviert die Glocke, dass ihr nichts mehr verpasst. Da würde ich sagen, haut da rein und auf Wiedersehen.